Er fragt, wenn man jetzt zum Beispiel einen Nicht-Muslim auf der Straße sieht, kann man ihn begrüßen? Man kann ihn begrüßen, kein Problem, inshallah ta'ala. Aber wie ist das, mit was begrüßt man ihn? Nicht mit Assalamu alaikum, sondern? Sowieso, es gibt ein Hadith, ich denke, der ist bei Imam Muslim, dass ein Muslim nicht mit dem Salam beginnen soll. Die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten darüber, was bedeutet hier Assalam, dass man sagt Assalamu alaikum oder meinen sie generell mit dem Gruß und so weiter und so fort. Deswegen, Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagt, wenn man eine Beziehung zu jemandem hat oder man hat einen Dawa-Nutzen bei dieser Person, kann man als erstes grüßen. Zum Beispiel, dass ein Verwandter von dir, der kein Muslim ist, dass ein Arbeitskollege von dir oder sonstiges, dann kann man zuerst grüßen. Das ist kein Problem. Aber hier die Frage, womit grüßt man? Mit Guten Morgen,